Ja, hallo und herzlich willkommen im Namen der Schwarzkopf-Stiftung zur ersten Veranstaltung 2021 unserer Diskussionsveranstaltungen. Ja, mein Name ist Dominik Reich, ich leite hier den Programmbereich Veranstaltungen und Preise und genau, freue mich sehr, dass wir heute einen ganz tollen Gast bei uns haben. Wir haben Katja Kipping bei uns von der Linken und wir werden heute mit ihr diskutieren über die Frage, sind wir vor dem Virus alle gleich, Corona und die sozialen Folgen? Ja, ich will gar nicht so viel mehr zum Thema sagen. Moderiert wird die Veranstaltung heute Abend von Nikolas Langauer. Nikolas macht bei uns in der Stiftung hier gerade sein freiwilliges Jahr Beteiligung und wir in der Stiftung verfolgen auch immer den Peer-Ansatz. Also junge Menschen sollen für junge Menschen moderieren und Fragen stellen. Da freuen wir uns sehr drauf. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Frau Kipping. Hallo, Nikola. Hallo. Bevor ich das Wort an Nikola abgebe, noch kurz eine technische Vorbemerkung. Wir pflegen bei uns, dass es ja auch partizipativ sein soll. Fragen von euch und Ihnen können dann schriftlich über die Frage- und Antwortfunktion im Kontrollpanel eingereicht werden. Unsere Moderation nimmt die Fragen dann quasi auf und stellt sie für euch. Alternativ gibt es auch die Option, über die Handhebefunktion anzuzeigen, dass man einen Beitrag hat. Unsere Moderation ruft euch dann auf, schaltet euer Mikro frei, das müsst ihr dann bestätigen und könnt eine Frage stellen. Fragen können auch sozusagen den ganzen Lauf der Veranstaltung auch von Anfang an schon gestellt werden. So, und last but not least, zwei Bemerkungen. Wir nehmen die Veranstaltung auch auf und werden die dann auf unserem Kanal auf YouTube zur Verfügung stellen. Genau, deswegen, ja, wer sozusagen nicht Teil der Veranstaltung sein möchte, die bei mündlicher Zuschaltung ist ohnehin nur das Mikro da, dann einfach bitte auch nochmal bei uns Bescheid sagen. Und wir schalten auch gleich noch eine kleine Umfrage frei, genau, damit wir ja so ein bisschen noch ein Feedback von Ihnen am Anfang und auch am Schluss einsammeln. Und dabei würde ich es jetzt von Seiten der Schwarzkopf-Stiftung auch schon lassen. Deswegen nochmal herzlich willkommen Sie beiden und ich würde das Wort an dich abgeben, Nikola. Ja, danke Dominik. Hallo auch nochmal von meiner Seite. Bevor ich mich auf den Input von unserer Referentin freue, würde ich Sie einmal kurz im Schnelldurchlauf vorstellen. Und zwar ist Katja Kipping seit 2012 voraussichtlich noch bis diesen Februar mit Bernd Rixinger zusammen Parteivorsitzende von Die Linke und hat damit die linke Politik der letzten Jahre maßgeblich geprägt. Sie sitzt seit 2005 bereits im Bundestag. Vorher war sie Vertreterin der PDS im Sächsischen Landtag und außerdem ist sie im Bundestag auch sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion, was sie zu einer Expertin für unser heutiges Thema sind wir vor dem Virus alle gleich, Corona und die sozialen Folgen macht. Öffentlich ist sie vor allem als prominente Fürsprecherin des bedingungslosen Grundeinkommens bekannt. Und außerdem hat sie Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht, Neue linke Mehrheiten, in der sie Herausforderungen unserer Zeit behandelt und begründet, warum es aus ihrer Sicht neue linke Mehrheiten braucht, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Damit würde ich das Wort auch schon an Sie übergeben, Frau Kipping, und freue mich auf Ihren Input. Vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung und natürlich auch von meiner Seite alles Gute für alle, die jetzt hier dabei sind, für das neue Jahr, was ja schon wieder sehr kompliziert angefangen hat, so vielleicht wie das alte geendet hat. Ja, die Überschrift fand ich sehr spannend. Sind vor dem Virus alle gleich? Großes Fragezeichen. Ganz am Anfang, als Corona rüber, also sozusagen als Corona so die ersten Meldungen aufploppten und man das Gefühl hatte, jetzt kommt jetzt auch in diesem Land an, hatte ich eher den Eindruck, und das ist dann auch belegt worden durch Untersuchungen, in welchen Stadtteilen es die meisten Erkrankungen oder Infizierungen am Anfang gab, das waren eher die wohlhabenderen Teile. Gibt es natürlich immer im Konkreten auch dann leichte Abweichungen, aber es war eher so gefühlt und dann auch eben belegt durch Studien ein Problem der Besserverdienenderen, der Vermögenderen, diejenigen, die entweder Kontakt zu Leuten hatten, die Geschäftsverkehr mit China hatten oder die eben zum Skifahren sich das leisten können. Und das hat sich total umgekehrt. Also im Sommer gab es dann wieder eine Untersuchung, als ja die infizierten Zahlen deutlich zurückgegangen sind, wo in welchen Stadtteilen, in welchen Gegenden es besonders stark ist, da waren das eher die Stadtteile, wo überproportional ärmere Menschen wohnen. Also da hat sich ganz klar was verschoben. Und ich würde, oder
Ich sage, ja, seit mehreren Monaten gibt es dafür auch wirklich Belege, nicht nur ein Gefühl und so ein paar Eindrücke aus der Praxis, dass Corona, der Corona-Schock, die ohnehin bestehende sozialen Ungleichheiten nochmal deutlich verschärft. Und ich möchte das im Folgenden an ein paar Beispielen untermauern. Also das eine ist, es gibt vom WSI eine Untersuchung, wie groß die Einkommensverluste durch Corona-Lockdown-Maßnahmen sind auf die jeweiligen Einkommensgruppen. Und die Zahlen sind eine echte Offenbarung. Also bei Menschen, die monatlich ein Einkommen von unter 900 Euro haben, das ist jetzt so Geld, wo man sagt, das ist noch schon unterhalb der Armutsgrenze, da sagen 47,8%, also faktisch jeder Zweite, dass sie durch die Corona-Krise deutliche Einkommenseinbußen haben. Bei den Einkommen von 1.700 bis 2.000 ist es schon nur noch jeder Dritte. Und bei den Einkommen im Schnitt von monatlich 4.500 Euro sind es nur 26,6%, also jeder Vierte. Das heißt, bei den Ärmsten ist es viel deutlicher, hat es viel deutlicher zugeschlagen. Und das ist vielleicht auch dadurch erklärbar, dass natürlich gerade diejenigen, die in prekären Arbeitsverhältnissen waren, in niedrig bezahlteren eher welche sind, die dann noch so krisenanfällig sind. Ja, zum Beispiel sind natürlich zu Beginn auch der Corona-Krise mit dem ersten Lockdown mehrere Minijobs weggebrochen. So, das war zum einen ein Problem für diejenigen, die auf die Minijobs existenziell angewiesen waren. Ich habe viel Zuschriften bekommen, auch von Rentnerinnen oder Studierenden, die einfach ihr geringes Einkommen durch einen Minijob aufgebessert haben. Die aber mit Wegfall des Minijobs, weil es ja keine sozialversicherungspflichtige Arbeit war, dann nicht in den Genuss von Kurzarbeitergeld gekommen sind. Hinzu kommt, wir alle wissen ja, dass Kurzarbeitergeld, das bekommen ja sowieso nur Menschen, die in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis sind und wenn das Unternehmen, wo man arbeitet, auch entsprechend beantragt. Aber das ist natürlich nicht der volle Lohnersatz, sondern das war Anfang nur 68%. Jetzt ist das ja auch auf unserem Druck hin etwas erhöht worden, sage ich später noch was dazu. Aber 70 oder 80% von einem guten Lohn, das hält man mal über mehrere Monate aus. So, ja, wenn man sicher und bequem über der Armutsgrenze lebt. Wenn man aber schon faktisch an der Armutsgrenze lebt und schauen muss, dass man mit seinem monatlichen Einkommen so die laufenden Ausgaben gerade so gedeckt kriegt, wenn du dann einen Einbruch um 30% zum Beispiel hast, bist du sofort in einer echten problematischen Situation, weil du kannst deine Miete ja nicht automatisch sofort runterfahren und, und. Also deswegen wäre es schon vor dem Corona-Schock schauen musste, wie er über die Runden kommt, wurde dann durch die Corona-Krise bedingten Einkommenseinbußen nochmal in eine besondere problematische Situation gebracht. Hinzu kommt, ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal einen Lockdown-Koller gehabt. Also ich gehöre zu denjenigen, die Gefahren des Virus von Anfang an sehr ernst genommen haben, dafür sehr, also Vorsicht ganz, ganz groß geschrieben habe. Aber ich gestehe auch, ich hatte schon Tage, wo ich dachte, oh, jetzt reicht es mir, ich brauche Geselligkeit, die Einschränkungen, mein Gott und so. Und das nervt und dass man den Kindern immer sagen muss, sie können nicht mit allen spielen und begrenzt und so weiter. Also irgendwie hat bestimmt jeder von uns, egal ob in einer kleinen oder einer großen Wohnung lebt, schon mal einen gewissen Frustrationsmoment gehabt. Wer aber dauerhaft auf einem beengten Raum lebt, womöglich mehrere Kinder noch in einem Kinderzimmer, womöglich ohne Balkon, ohne Garten, da ist einfach eine Kontaktbeschränkung, eine Lockdown-Situation nochmal viel blöder und schwerer durchzustehen, als wenn du wenigstens einen Balkon hast oder ein Häuschen mit Garten hast. Wenn du eine Villa hast, ist es noch leichter durchzustehen. Auch wenn das für alle Einkommensgruppen natürlich nicht schön ist. Also das heißt, enge Wohnverhältnisse führen nochmal zu einer besonderen Belastung. Hinzu kommt, dass wir natürlich wissen, dass gerade Menschen, die also nicht mit einem Silberlöffel im Mund groß werden, dass die besonders auf öffentliche Angebote angewiesen sind. Zum Beispiel offene Jugend- und Kindersozialarbeit. Das sind ja Angebote, sei es irgendwelche Freizeitspielplätze oder wo Kinder vorbeikommen können. Dasselbe trifft aber auch andere Altersgruppen, zum Beispiel Seniorenbegegnungsstätten. Ja, das sind halt Treffmöglichkeiten, wo man auch mit ein bisschen wenig Geld, wenn man wenig Geld hat, vorbeikommen kann und andere Leute treffen kann. In dem Moment, wo ein Lockdown greift und diese Angebote nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht stattfinden, ist das natürlich für all jene, die da nicht einfach mal sich
ein Ersatztreffen finanziell leicht ermöglichen können in besonderen Situationen. Also kurzum, es gibt sozusagen schon allein all diese sozialen Härten. Und als ob das nicht genug wäre, kommt jetzt noch sozusagen eine weitere Benachteiligung für Ärmere hinzu. Und zwar, dass Arme im Schnitt, wie gesagt, ich rede jetzt immer nur über den Schnitt, ne? Es gibt dann auch die Fälle, wo das halt anders ist, aber im Schnitt ist das Immunsystem von Armen schlechter in der Lage, das Virus zu bekämpfen. Eine Studie, die hat die Uni Düsseldorf zusammen mit der AOK, der Krankenversicherung, zusammen erstellt. Sie haben Versicherungsdaten ausgewertet und da kommt halt raus, wenn Langzeiterwerbslose sich infizieren, haben sie ein 84-prozentig höheres Risiko, dass ihr Krankheitsverlauf schwer ist und sie ins Krankenhaus müssen. Das ist jetzt, hier sind Langzeiterwerbslose genommen, weil das wahrscheinlich eine Größe ist, die über die Versicherungsdaten haben. Man kann, glaube ich, generell sagen, dass Menschen, die in prekären Verhältnissen oder in Armut leben, schlechter von ihrem Immunsystem her in der Lage sind, das Virus zu bekämpfen und eher einen schwierigen Krankheitsverlauf haben. Als ich darüber mal gesprochen habe in dem Live-Chat, hat jemand gesagt, aber wieso, als ob das Virus interessiert doch nicht unseren Kontostand. Nein, natürlich nicht. Wir wissen aber seit langem, und das ist auch immer wieder im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der kommt ja jede Wahlperiode einer raus, ist das immer wieder auch festgehalten. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Armut, Einkommenssituation und Gesundheit. Im Schnitt gibt es ja Untersuchungen, dass Reiche auch bis zu 10 Jahre länger leben. Das hat natürlich was damit zu tun, dass um sich gesund zu ernähren, sich auf eine Art und Weise zu ernähren und sei es durch entsprechende gesunde, sozusagen immunsystemboostende Nahrungsmittel als Ergänzungsmittel. Dazu braucht man natürlich ein gewisses Maß an Geld. Auch in einer gesunden Wohnumgebung zu leben, kostet in der Regel mehr als einer verlärmten, mit Abgasen vollen Straße eine Wohnung zu finden. So, das alles ist eine direkte Frage des Geldes und dann gibt es noch eine andere Dimension. Und die ist gar nicht immer so in unserer so kurzen, auf kurze Überschriften hin orientierte politische Kommunikation, ist das manchmal sehr schwer zu vermitteln. Insofern bin ich froh, dass wir mal ein bisschen länger darüber reden können. Ich glaube, es gibt natürlich auch einen Zusammenhang damit, wenn man in so einem Gefühl groß wird, dass es wichtig ist, dass man was aus sich macht, dass man ganz viel wert ist, wenn einem ganz viel Wertschätzung begegnet, schon von klein auf, dann ist sozusagen, wächst man in der Selbstverständlichkeit auf, dass es auch richtig ist, auf sich selber Acht zu geben, auf die eigene Gesundheit zu achten. Wenn mir aber immer so von der Gesellschaft und vom gesellschaftlichen Umfeld so entgegenschaut, naja, eigentlich ist man überflüssig, man wird nicht wirklich wahrgenommen, dann gibt es auch nicht so eine Erziehung zur Achtsamkeit und zum sich selbst und den eigenen Körper, das eigene Immunsystem zu stärken. Also das ist so ein Zusammenhang, wo halt sozial-psychologische Komponenten und knallharte finanzielle Komponenten zusammen dazu führen, dass das Immunsystem von ärmeren Menschen schwächer ist. Und ich sage das hier nochmal in aller Deutlichkeit, es liegt nicht daran, dass die unvorsichtiger sind oder weniger rücksichtsvoll. Also die Untersuchungen aus Düsseldorf sagen auch, wenn ein Gutverdienender im Schnitt oder ein Hartz-IV-Betroffener im Raum im selben Abstand zu einer Person sitzen, die infiziert ist und halt Viren in die Luft abgibt, beide denselben Abstand haben, beide die Maske gleichermaßen richtig tragen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hartz-IV-Betroffene danach einen schwereren Krankheitsverlauf hat, deutlich höher. Also es sieht man, viele, viele Faktoren kommen zusammen. Und wenn man um all diese Dinge weiß und die Erkenntnis dazu liegt ja vor, müsste man ja sagen, okay, alle staatlichen Rettungsmaßnahmen und sozialen Schutzschirme müssten doch jetzt zuallererst sich um die Ärmsten und den besonders verletzlichen Teil der Bevölkerung kümmern. Das Verrückte ist genau, dass es nicht passiert. Also diese Bundesregierung hat ja teilweise auch, will ich jetzt mal ein bisschen sagen, weil wir da Druck gemacht haben, hat ja doch einiges am Ende jetzt in Geld in die Hand genommen, hat sich auch von der Ideologie der schwarzen Null vorübergehend gelöst, um Geld locker zu machen, um Unternehmen unter die Arme zu greifen und. Aber just die Ärmsten hat sie komplett außen vor gelassen. Ich habe immer gesagt, es braucht halt zum Beispiel einen Corona-Zuschlag auf die Sozialleistungen.
Ganz am Anfang im Lockdown war das besonders notwendig, weil viele Tafeln und andere Unterstützungsangebote, wo es so zum Beispiel kostenloses Mittagessen gibt und, die wurden komplett eingestellt. Wer im Supermarkt einkaufen war, hat das gesehen. Die billigen Produkte am Anfang waren sehr schnell ausverkauft, auch ein Ergebnis der Hamsterkäufe. Und Desinfektionsmittel, Masken gab es nur sehr teuer. Das hat sich jetzt ein bisschen wieder eingepegelt, aber trotzdem gibt es jetzt halt mehr Kosten durch den Lockdown. Es beginnt damit, dass man immer wieder neue und gute Masken kaufen muss, Desinfektionsmittel und. Und deswegen braucht es einen Corona-Zuschlag. Hinzu kommt, es gibt ja die Möglichkeit zu Schnelltests, aber auch zu PCR-Tests, auch wenn man keine Symptome hat. Menschen wie ich und meine Familie, wir haben das zum Beispiel vor Weihnachten genutzt als eine Option, weil das, finde ich, gehört zu den besonderen Härten dieser Zeit, wenn Enkelkinder und Großeltern nicht zusammenkommen können, weil halt die kleinen Kinder komplett symptomfrei sein können, trotzdem den Virus an die Großeltern weitergeben und für die wird es schnell lebensgefährlich. Also gab es natürlich lange Zeit kein Sehen zwischen Enkelkindern und Großeltern. Jetzt um die Weihnachtszeit sollte das wieder stattfinden. Das haben wir gemacht. Also ich habe mir dann halt Tests sozusagen bestellt, die man auch bezahlen muss. Das ist vom Einkommen der Bundestagsabgeordneten gut zu bestreiten. Ja, und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe dann aber auch mir überlegt, Mensch, diese Kosten, wenn du jetzt eine Alleinerziehende wärst, sei es in Hartz IV oder eine Alleinerziehende, die ein mittleres Einkommen hat, dann wird es schon verdammt schwierig. Dann wird allein ein sicheres Treffen mit den Großeltern zu einem Luxus, den man sich erstmal erarbeiten muss. Ja. Ein weiteres Beispiel. Und damit wir noch mehr Zeit zum Reden haben, verdichte ich es jetzt nochmal und spreche noch einen weiteren Punkt an. Hinzu kommt, es gibt ja Berufe, die können jetzt sich deutlich besser schützen. Also zum Beispiel Journalisten, mit denen ich zu tun habe, viele politische Institutionen und so weiter sind sehr stark aufs Digitale umgewechselt und Vielzahl der Treffen, zum Beispiel in meiner Arbeitswelt ist das so, die bisher im analogen Leben live und in Farbe stattfinden, finden jetzt halt digital statt. Das ist immerhin, kann ich mich da auch in vielen Tagen stärker schützen zu Hause. Gibt aber viele Berufe, zum Beispiel Reinigungskräfte, Pflegekräfte, die ihre Arbeit nicht im geringsten irgendwie ins Homeoffice verlagern können, sondern der einzige Schutz dann besteht, noch eine Maske zu tragen, was noch eine besondere Härte auf Arbeit ist. Und just diese Gruppen sind in der Regel auch deutlich niedriger und schlechter bezahlt. Also wieder sieht man hier eine Verschärfung von bestehenden Ungerechtigkeiten. Also, was kann man dagegen tun von Regierungsseiten? Zunächst muss man darum wissen. Das Zweite, haben wir immer gesagt, sofort einen sozialen Schutzschirm, der auch die Ärmsten mit erfasst. Das heißt halt zum einen sozialen, also einen Corona-Zuschlag auf Sozialleistungen. Und das heißt auch, dass man sicherstellt, dass die, wenn es Homeschooling stattfindet, also Schule zu Hause stattfindet, zu berücksichtigen, dass da die Ausgangslagen sehr, sehr unterschiedlich sind für die Kinder. Ja, also wir haben sozusagen eine Überlagerung von sozialer Spaltung und digitaler Spaltung. Ich hatte irgendwann mal rausgesucht, also es gibt ja Familien, da hat irgendwie jedes Familienmitglied mindestens ein elektronisches Endgerät und ein Tablet und das Einzige, worum man sich kümmern muss, ist, dass das ordentlich aufgeladen ist. Es gibt aber auch Familien, wo es noch nicht mal einen einzigen Rechner gibt oder wo es gerade mal ein Handy gibt mit mobilem Anschluss, was sich dann mehrere Geschwister und die Eltern teilen müssen und die vielleicht nur eine begrenzte Anzahl an Datenvolumen haben, die gar nicht eine Flatrate haben. Wo also man ernsthaft dann in der Familie verhandeln muss, guckt man den Film an, ruft man die E-Mails von der Schule ab und. Und das heißt natürlich, dass es wiederum Homeschooling für Kinder, die zu Hause entweder nicht den Zugang zu digitalen Endgeräten und zum Internet haben und wo Kinder, wo die Eltern halt nicht so gut helfen können und die wiederum für die, die Zeit des Homeschoolings eher eine verlorene Zeit ist. Wenn das ein anderer Kinder, ich glaube gut, fast alle Schülerinnen und Schüler leiden am Ende unter dem Homeschooling und für alle wäre es besser, wenn man wieder zusammenkommt, aber es gibt eben auch da nochmal ein klares Ungleichgewicht. Was sollte man jetzt tun? Einfach zu sagen, ach, wir nehmen das mit den Lockdown nicht so ernst, weil die Armen besonders betroffen sind, ist auch nicht ein soziales Denken, weil, wie wir wissen, sind halt die Sozialen, wenn es zu mehr Infektionen kommt, diejenigen, die nochmal stärker betroffen sind. So.
Also haben wir gesagt, was kann man tun? Zum einen braucht es einen solidarischen Lockdown. Und solidarischer Lockdown heißt halt nicht nur besondere Hilfen für die Ärmsten, sondern heißt auch die Last der Kontaktbeschränkung nicht allein nur auf den Privathaushalten abzuladen, sondern nochmal viel stärker zu schauen, wie man in der Erwerbsarbeitswelt Kontakte einschränken kann. Also indem man durchsetzt, dass überall dort, wo Menschen auf Arbeit noch zusammenkommen müssen, ein Paradebeispiel sind zum Beispiel Sortierzentren, Frachtzentren von Amazon, wo es immer wieder zu massiven Infektionen gekommen ist, dass dort ein viel stärkerer Infektionsschutz durch bauliche Maßnahmen, durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen durchgesetzt wird. Dass man dort, wo Arbeit zur Not und sei es vorübergehend zu Hause erledigt werden kann, ein verbindliches Recht auf Homeoffice einführt. Dass geschaut wird von den Anfangszeiten, dass es eher gestaffelt wird, damit nicht alle so gedrängt im Berufsverkehr zusammensitzen und auch die Bus- und Bahnunternehmen dazu zu bringen, dass sie mehr Bus und Bahn zum Einsatz bringen. Weil wenn du nicht mit dem Auto fahren kannst, sondern auf Bus und Bahn angewiesen bist auf deinem Arbeitsweg und du bist da mehrere Minuten, vielleicht sogar über eine Stunde auf engstem Raum mit anderen Leuten, ist selbst mit Maske ja irgendwann eine Infektionsgefahr da. Genau, das war sozusagen der Ansatz, den wir haben mit solidarischen Lockdown. Und ich möchte eigentlich enden mit einer Frage, wo ich einfach meine innere Zerrissenheit hier mal transparent machen will. Das ist das Thema, wie umgehen mit den Schulen. Wir wissen inzwischen, dass gerade die jüngeren Kinder sehr stark auch Viren übertragen. Das heißt, im Sinne des Infektionsschutzes ist das Beste, was man tun kann, Kitas und Schulen zumachen. So. Zugleich wissen wir aber, dass das, also nicht nur viele Eltern, bin da ja auch ein bisschen betroffen, viele Eltern darunter sehr stöhnen, sondern wir wissen auch, dass das natürlich sozialpolitisch die Hölle ist. Weil eben es Kinder gibt, die haben zu Hause keine ruhige Situation, weil man zu eng zusammenwohnt. Die erfahren von den Eltern nicht die Unterstützung. Es gibt Familien, wo es sowieso schon zu familiärer Gewalt, zu Missbrauch kommt, wo die Schule, der Hort, die Kita immer auch noch ein Schutzraum und ein Rückzugsraum für das Kind war. Der fehlt jetzt weg und alle sitzen auf engstem Raum aufeinander. Also man kann davon ausgehen, dass es noch zu mehr häuslicher Gewalt im Zuge von Lockdown-Maßnahmen kommt. Also einerseits der Infektionsschutz, andererseits diese soziale brennenden Fragen. Das finde ich verdammt schwierig und das wollte ich ja auch einfach mal zur Diskussion stellen und transparent machen, dass ich bin jemand, der immer gerne auch in kontroversen Fragen Positionen bezieht, aber in der Frage, finde ich, ist es so, es gibt faktisch keine gute Lösung, weil die Situation so vertrackt ist. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch und mit Ihnen. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Darstellung der derzeitigen Situation. Ich würde meine Einstiegsfrage gerne nochmal in die Jahre oder in die Zeit vor der Pandemie reingehen. Und zwar ist ja eine der ersten Erkenntnisse der Corona-Pandemie gewesen, dass Corona als Multiplikator für Probleme und für soziale Ungleichheiten wirkt. Welche Art der Politik, welche Prioritätensetzung oder welche sozialpolitischen Entwicklungen haben aus Ihrer Sicht denn in den Jahren vor der Corona-Krise dazu beigetragen, dass wir jetzt diese Situation haben? Oder wie sehen Sie die Sozialpolitik vor der Corona-Krise? Naja, die Sozialpolitik ist ja eigentlich dann immer erst der Notbetrieb, der versucht sozusagen auszugleichen, was davor in anderen Feldern eingerissen wurde. Und ich finde, ein großes Problem ist, ich bring's mal, also man kann es jetzt total theoretisch mit Debatten um Neoliberalismus und so weiter begründen. Ich erkläre es mal anhand eines so dahingesagten Spruchs. Die Nullerjahre und auch schon die 90er Jahre waren ganz stark geprägt von diesem Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Dieser Spruch ist super, wenn du Erfolg hast, weil dann kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, hab ich aber gut hinbekommen und so, ich alleine, ja. Wenn du aber, warum auch immer, ein Problem hast, scheiterst, weil du eine Krankheit hast, weil du vielleicht als Kind nicht die Unterstützung bekommen hast, weil du mit falschen Leuten zu tun hattest, weil du vielleicht auch einfach nur Pech hattest, es Veränderungen in der Arbeitswelt gab und aus den verschiedensten Gründen Pech hattest. Und man sagt dir dann, jeder seines Glückes eigener Schmied, heißt das im Klartext, du bist selber dran schuld. Und das ist eine Situation, die
die erstens so ein bisschen die öffentliche Hand aus der Verantwortung nimmt, sondern ihr müsst nicht dafür sorgen, dass die Strukturen für alle gleichermaßen gut sind, sondern, und es führt noch hinzu, dass Menschen, wenn sie dann ein Scheitern haben, das entweder mit Selbsthass bearbeiten, das führt dann bei den einen zum Beispiel zu stärkeren Drogenkonsum, aber jetzt nicht im Sinne einfach von einem schönen Rauscherlebnis, sondern halt von einer Suchterkrankung. Bei anderen führt es dazu, dass sie, um das zu kompensieren, dann zum Beispiel ihre Aversion auf andere legen. Das befördert ja auch im Rechtspopulismus und Rassismus dahingehend. Also zum einen ist dann dieser Leitspruch, wo immer nur auf den Einzelnen und wo gesagt wurde, ja, hier fahren Ellenbogen aus, kämpf dich durch und so, dass man so vehement immer gegen die Solidarität geredet hat, das hat unserer Gesellschaft nicht gut getan. Ein zweites Übel war, glaube ich, das Orientieren an der schwarzen Null, wo der Eindruck erweckt wurde, der Staat muss immer schlanker werden und muss immer weniger leisten und der Markt würde schon alles regeln. Ich glaube, das hat uns Corona jetzt auch gezeigt. Der Markt alleine löst halt nicht das Problem, wie man eine Pandemie bekämpft. Und deswegen ist es eher wichtiger, den Markt zu regeln. Und das Dritte ist, dass es, würde ich sagen, es war schon eine bewusste politische Entscheidung im Zuge von Agenda 2010 und Hartz IV, so eine allgemeine Politik der sozialen Entsicherung stattgefunden hat. Und dahinter stand natürlich die Ideologie, man müsse nur Erwerbslose besonders antreiben und dann wird es schon vorangehen. Die halte ich halt für falsch und diese allgemeine Verunsicherung hat halt auch dazu geführt, dass es viel mehr Unsicherheit, viel mehr Armut gibt. Und langsam deutet sich da eine Umkehr an und das ist gut so. Vielen Dank. Sie haben vor kurzem auch ein Interview gegeben der SZ, das ist vor 3 Tagen, glaube ich, publiziert worden. Und da sagen Sie auch, ich zitiere, jetzt dürfte auch dem Letzten klar sein, dass die Politik der Nullerjahre, wonach der Markt alles regelt, erledigt ist. Das ist ja auch die Hoffnung vieler junger Menschen und auch vieler junger Menschen, die vielleicht aktivistisch unterwegs sind oder in der Klimabewegung aktiv waren, aber eben am Anfang der Krise gewesen. Viele berichten jetzt eher von Frustration nach einem Jahr. Woher kommt Ihr Optimismus auch jetzt mit Blick auf die momentanen Umfrageergebnisse von Rot-Rot-Grün, dass das jetzt eben auch dem Letzten klar ist? Naja, also erstens muss man ja mal, es gibt ja so einen Effekt der self-fulfilling prophecy, ja, muss natürlich auch wissen, die Leute, ich glaube ja, dass in den Köpfen und Herzen der Menschen immer schon ganz viele Erkenntnisse und Sachen drin sind und es manchmal auch nur noch ausgesprochen gehört, damit es so stimmt, wenn sich darin bestätigt fühlt. Ich wollte aber noch mal was, ich sage gleich was zu den Umfrageergebnissen, aber erstmal was zu dem Frustrationsmoment. Das ist total okay, man kann immer mal gefrustet sein. Ich wollte aber nur sagen, so leicht kann man jetzt auch nicht aufgeben. Natürlich gibt es ja Gründe, warum wir die Krisen haben, wie wir sie haben. Das hat was mit ökonomischen Interessen zu tun, das hat was mit jahrzehntelanger Politik zu tun. Und dagegen das zu ändern, das erfordert halt sozusagen Leidenschaft. Und selbst wenn mal ein Protest oder eine Initiative nicht sofort das gewünschte Ergebnis führt, empfehle ich immer, dass man dann nicht komplett in Frustration und Privatisierung kippt, sondern eher schaut, ach Mensch, selbst dort, wo ich einen Misserfolg hatte, selbst dort, wo irgendwie ein Blütentraum nicht gereift ist, das gründlich zu studieren und zu schauen, wie kann man aus diesem Scheitern noch für sich selber einen Gewinn ziehen, und zwar einen Erkenntnisgewinn, um zu schauen, was muss man in Zukunft anders machen oder wo muss man länger dranbleiben. So, das vielleicht zu dem Momentum des Frustes, weil ich das neulich auch schon von Studierenden gehört habe. Man muss schon, es braucht sozusagen die Leidenschaft und die Bereitschaft zum Sprint, aber manchmal gibt es auch zwischendurch Etappen, wo man ein bisschen längeren Atem braucht. Jetzt zu den Umfrageergebnissen. Also die letzten Jahre haben uns ja eins gezeigt, dass sich Umfragen total schnell verändern können. Ich will nur mal in Erinnerung rufen, dass kurz bevor Corona kam, das war zu Beginn letzten Jahres, also vor 11 Monaten ungefähr, hatten die Parteien links der Union zusammen fast 50%. Und dann kam Corona und dann gab es so ein Phänomen, alle gucken auf die Regierung und es ist halt erstmal die Stunde der Exekutive. So, ich glaube, dass 2 Dinge jetzt passieren können. Zum einen, wenn sich rumspricht, dass, also wenn klar ist, welcher Mann in der CDU auf Angela Merkel folgt,
egal wer das ist, der wird nicht die Bindekraft von Angela Merkel haben. Und es kann schon sein, dass es dann auch eine Dynamik weg von der CDU gibt. Und das Zweite, momentan wird ja ganz viel über Lockdown, Impfen und so weiter gesprochen. Ich glaube aber, dass auch immer mehr deutlich wird und dass demnächst die große Frage ansteht, wer bezahlt die Kosten der Krise? Wie wird das verteilt? Und das ist natürlich eine Debatte, die sozialen Kräften, also wo es auch starke soziale Kräfte braucht und dass das deutlich wird. Zu der Frage vielleicht nur ganz kurz. Wenn man nicht will, dass die Kosten der Krise auf den Ärmsten, auf den Klimaschutz oder auf den Beschäftigten abgewälzt werden, dann braucht es die Bereitschaft zu einer Vermögensabgabe. Wir als Linke haben dazu ein Modell. Ich will gleich sagen, alle, die bis zu 2 Millionen Privatvermögen haben, müssen jetzt keine Angst haben, keine Schnappatmung bekommen. Unsere Vermögensabgabe greift erst ab dem ersten Euro oberhalb von 2 Millionen Privatvermögen. Und die würde so die reichsten 0,7% der Bevölkerung betreffen. Ja, Sie haben ja gerade schon angesprochen, wer soll die Krise bezahlen, und in Ihrem Input ja auch schon bemerkt, dass jetzt seit 2014 das erste Mal die schwarze Null eben nicht mehr steht. Es wurden Schulden aufgenommen, von Rekordschulden wird gesprochen, auch in den Medien. Für wen und zu welchem Zweck wurden aus Ihrer Sicht denn diese Schulden überhaupt aufgenommen? Also voranstellen muss man vielleicht nochmal folgende Erklärung. Viele wissen das, aber ich sage es trotzdem gerne nochmal. Also für einen Privatmenschen und für einen Privathaushalt kann es sehr vernünftig sein, sparsam zu sein und nicht mehr auszugeben, als man selber an monatlichen Einnahmen hat. Eine Volkswirtschaft funktioniert aber anders als ein Privathaushalt. Also man könnte sagen, ein privater Haushalt funktioniert eher wie eine Badewanne. Es kann nur so viel Wasser abfließen, wie vorher reingeflossen ist. Eine Volkswirtschaft funktioniert eher wie ein Wasserkreislauf. Wenn eine Krise kommt und es fängt an zu vertrocknen oder weniger zu werden, dann muss man eher nochmal kräftig im Wasser reinpumpen, um das Ganze wieder in Gang zu bringen. Und das ist ja eine alte Idee, wie sie schon Keynes hatte, wie sie auch vor rund 90 Jahren in den USA von Roosevelt im Zuge des New Deals vorangebracht wurde, nämlich in Krisenzeiten besonders viel Geld in die Hand zu nehmen, um zu verhindern, dass es so eine negative Dynamik nach unten gibt. Also das ist volkswirtschaftlich auch zutiefst vernünftig. Jetzt ist ja Folgendes, dass erstmal die schwarze Null nur ausgesetzt wurde, aber es ja wohl ja die noch im Grundgesetz die Schuldenbremse drinsteht und damit auch die Verpflichtung, dass man die jetzt aufgenommenen Schulden wieder zurückzahlt. Gibt es jetzt Auseinandersetzungen politisch, ob das innerhalb von 10 Jahren oder innerhalb von 30 Jahren zurückgezahlt werden soll. Aber das heißt, wenn die Regierungen dabei bleiben sollten, dass das zurückgezahlt werden muss, dann heißt das im Klartext, dass am Ende irgendwo gespart wird. Kann man sich dann aussuchen, ob es bei der Kultur, bei der Bildung, beim Klimaschutz oder beim Sozialpolitik passiert. Ich finde, es ist überall unpassend, dort zu kürzen und Sozialkürzungen vorzunehmen. Und genau deswegen ist halt unser Vorschlag auch mit einer Vermögensabgabe gebracht, um zu verhindern, dass genau in diesen Bereichen gespart wird. Aber nochmal generell, Schulden für einen Staat, für eine Volkswirtschaft müssen per se nichts Schlimmes sein. Vielen Dank für diese Antwort. Das war die letzte Frage von mir. Ich würde jetzt die Diskussion freigeben. Ich habe gesehen, wir haben schon Handmeldungen und schon ziemlich viele Fragen auch über die F&A-Funktion. Es gibt sehr viele Fragen zum Thema Schule und der Situation von Jugendlichen. Ich würde erstmal mit einer schriftlichen Frage anfangen. Ich habe gesehen, es haben einige die Hand auch wieder runtergenommen. Sie können gerne die Hand wieder heben. Ich suche mir dann Leute raus. Und zwar fragt Christian: Guten Abend, ich bin selbst Lehrer und sehe das Problem auch, dass viele SchülerInnen nicht über technische und besonders auch soziale Grundbedingungen zum Lernen besitzen. Aber wie kann man da differenziert darauf eingehen und konkret Möglichkeiten liefern, um alle zu erreichen und auch für alle gleiche Bedingungen zu schaffen? Also für alle gleiche Bedingungen ist faktisch unmöglich, glaube ich, weil du, also im Zuge von Homeschooling,
würde sagen, ansonsten ist es so, dass man schon sagen kann, dass natürlich auch Aufgabe vom Bildungssystem ist, genau auszugleichen, was die Kinder an unterschiedlichem Bildungskapital und sozialen Kapital von zu Hause aus mitbringen. Unter normalen Bedingungen würde ich sagen, gibt es dafür folgende Voraussetzungen. Zum einen, dass halt just die Schulen, die in Stadtteilen sind, wo eher ärmere Menschen leben, wo es vielleicht auch einen höheren Anteil von Nicht-Muttersprachlern gibt, dass man dort besonders viele Lehrkräfte, besonders viele Schulsozialarbeiterinnen zum Einsatz kommen. Und wichtig ist, dass je kleiner die Klassenteile sind, desto mehr Zeit hat die Lehrkraft auch für den einzelnen Schüler und kann gucken, hat der ein Problem? Manchmal haben sie auch Kinder ja nur ein vorübergehendes Problem, weil es gerade zu Hause einen Problemfall gibt oder. Also über kleinere Klassen und mehr Lehrkräfte, würde ich sagen. Dafür muss man natürlich auch mehr Menschen begeistern, diesen Beruf zu erlangen. Könnte man vielleicht damit anfangen, indem man die auch besser bezahlt. Weil ich würde ja sagen, Arbeit am und mit Menschen ist eine der größten Zukunftsinvestitionen, die es gibt und wo jeder Euro gut investiert ist. Jetzt unter den Bedingungen von Lockdown und Homeschooling muss man ganz realistisch sagen, du kannst das nicht komplett kompensieren, was es an unterschiedlicher Unterstützung durch die Eltern gibt. Man hätte auf jeden Fall sicherstellen müssen, dass alle Kinder ein elektronisches Endgerät und mit einer SIM-Karte haben. Da haben wir klar vorgeschlagen, jedem Kind über das Bildungs- und Teilhabepaket einfach 500 Euro zur Verfügung zu stellen, auch mit SIM-Karte und zwar unbürokratisch und schnell. Das ist dann auch nicht in diesem Maße passiert, hat zwar ein bisschen Geld gegeben, auch, ich weiß nicht, ich will sie nicht so sehr mit fachpolitischem Detail, aber mal so eine kleine Gemeinheit. Es gibt ja jetzt Gelder für die Anschaffung von digitalen Endgeräten, die werden aber zwischen den Bundesländern nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Der wiederum hat den Effekt, dass dort, wo eher vermögendere Haushalte sind, deutlich mehr Geld pro Kind in den reicheren Bundesländern pro Kind im Sozialleistungsbezug zur Verfügung gestellt werden, während das in den ärmeren Bundesländern deutlich weniger Geld zur Verfügung stellt. Also es ist nach dem Motto, wer viel hat, kriegt noch mehr. Das sieht man auch da wieder, komplett falscher Ansatz, anstatt dort besonders viel reinzugeben, wo halt der Bedarf viel größer ist. Ich würde jetzt einmal, ich sehe hier eine Handmeldung von Malik Mohammed und ich würde Ihnen jetzt die Sprecherlaubnis geben. Sie müssen es kurz annehmen und dann können Sie Ihre Frage stellen. Bin ich zu hören? Ja. Genau. Guten Abend. Meine Frage wäre, ob Sie denken, dass die gerade in der aktuellen Krise ja das meiste abfangen, also die Pflegekräfte, nach dieser Krise endlich mal Veränderung erleben und endlich mal, ich sage mal, das Arbeitsverhältnis sich ändert, da ja aktuell nicht viel passiert, außer vielleicht einigen Prämien und halt das Grundproblem, dass es zu wenig Pflegekräfte und zu viele zu Pflegende gibt, dass vielleicht da irgendwie was sich verändert und auch in der Hinsicht, ich sage jetzt mal, Nachwuchs irgendwie mehr getan wird. Also das Thema beschäftigt uns seit Jahren. Wir hatten als Linke auch eine Kampagne gegen den Pflegenotstand gemacht. Habe am Anfang, bin zwar zum Haare raufen, weil das Thema nicht auf die politische Agenda kam, also nicht so in Talkshows behandeln wurde. Dann muss man sagen, ist es auch dem Selbstbewusstsein und den Kämpfen von Pflegekräften zu verdanken gewesen, dass es überhaupt erst im letzten Bundestagswahlkampf, dadurch, dass auch einzelne Pflegekräfte wirklich das Wort ergriffen haben und sehr nachdrücklich waren, dass das Thema wahrgenommen wurde überhaupt. Allerdings, also ich würde sagen, inzwischen sagt zumindest von demokratischen Parteien jeder, dass das ein Problem ist, aber es gibt noch nicht die Bereitschaft, zumindest bei den jetzigen Regierungsfraktionen, entsprechendes Geld in die Hand zu nehmen, weil was wir jetzt haben, ist eine Negativspirale. Es gibt zu wenige Menschen, die diesen Beruf ausüben wollen. Dann gibt es Personalmangel, auch durch eine zu knapp bemessene Personaldecke. Das hat auch was mit den Finanzierungssystemen in den Kranken- und Pflegeeinrichtungen zu tun. Dadurch gibt es einen hohen Krankenstand bei den Beschäftigten. Dadurch verändern sich die Dienstpläne ständig. Dadurch werden noch mehr krank und. Und das Image dieses Berufes ist jetzt nicht so, dass junge Generationen schreien, ja, das muss man unbedingt machen. Und diese Negativspirale durchbrichst du nicht durch Kleckern, indem man sagt, so, es gibt mal 10 Euro mehr oder mal 20 Euro mehr, sondern ich glaube, da musst du einen richtigen Gehaltssprung
hinbekommen bei der Entlohnung. Deswegen hatten wir als Linke vorgeschlagen, dass alle Einkommen im Bereich von Pflege erstmal sofort einen Aufschlag von 500 Euro bekommen. Um das zu finanzieren, müsste mehr Geld ins System. Dafür haben wir auch einen Finanzierungsvorschlag, eine solidarische Pflege- und Gesundheitsversicherung, wo alle Menschen nach ihren Einkommen einzahlen. Wir haben dazu mal eine Studie als Linke in Auftrag gegeben, mit dem Ergebnis, dass deutlich mehr Geld im System wäre, um dann auch deutlich mehr Personal bezahlen zu können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, mehr Geld. Und dann, finde ich, müssen mehr Menschen dafür gewonnen werden. Ich glaube, das geht mit einer besseren Bezahlung. Ein weiteres wichtiges Mittel, um mehr Menschen dazu zu bringen, ist, es gibt ja Menschen, die gerade in ihrem erlernten Beruf keine Arbeit mehr finden oder die warum auch immer in ihrem Leben es noch nicht geschafft haben. Und jetzt ist es so, dass sämtliche Weiterbildungsangebote, die es normalerweise gibt vom Jobcenter, sind maximal für 2 Jahre ausgelegt. Das heißt also, eine komplette Ausbildung zur Pflegefachkraft wäre da gar nicht drin. Da muss man natürlich nochmal viel stärker schauen, dass man Menschen, die in einem Wendepunkt in ihrem Leben sind, auch nochmal den Einstieg ermöglicht, auch indem halt die Um- und Weiterbildung im Sinne einer kompletten neuen Ausbildung in dem Bereich unterstützt wird. Ich würde jetzt direkt weitermachen mit der nächsten Handmeldung, und zwar von Tillmann. Jetzt habe ich gerade, Tillmann, jetzt hast du genau in dem Moment die Hand runtergenommen. Jetzt habe ich jemand anderem die Sprecherlaubnis gegeben. Das schalte ich kurz aus wieder. Genau, jetzt. Ja, vielen Dank, Nikolas. Ich dachte, es wäre schon okay, wenn ich die Hand runtergenommen hätte. Aber ja, Frau Kipping, Sie haben ja das mit den Schulen angesprochen, und wir hätten ja heute eigentlich den Schulstart hier in Berlin gehabt, zumindest für die abschließenden Klassen. Und der wurde ja jetzt gerade noch so irgendwie verhindert. Und es gab ja jetzt schon lange die Debatte darüber. Und eigentlich hätten ja im Sommer schon Konzepte irgendwie für einen Wechsel-AB-Unterricht oder sowas geplant werden können. Und es ist trotzdem nicht dazu gekommen. Und es ist ja schon lange bekannt, dass in der Schule Missstände da sind. Und die GEW zum Beispiel, die Gewerkschaft für Erziehung und Weiterbildung, hat in Berlin irgendwann mal ausgerechnet, ich glaube, es war letzten Herbst, dass 1 Milliarde Euro allein für Berlin notwendig wären, um die Schulen auf einen modernen Stand zu bringen. Und ich weiß nicht, es schreit irgendwie für mich zumindest alles nach einer wirklich großen Bildungsreform. Ich bin jetzt auch noch nicht lange aus der Schule raus. Warum ist das Thema in der Öffentlichkeit nicht so akut? Warum kommt diese Forderung nicht durch? Oder warum, also wir haben ja auf der einen Seite diese bürokratischen Hürden, warum das ganze Geld vom Digitalpakt zum Beispiel nicht ausgezahlt werden kann oder nicht ausgezahlt wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es ein Thema, was meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bedarf. So, und ich frage mich, warum wird es jetzt in dieser Corona-Krise nicht als Chance aufgefasst, gerade in diesem Bereich mehr zu tun? Mir gefällt der Ansatz zu sagen, die Krise, so nervig und belastend und schrecklich das in vielen ist, darin natürlich auch eine Chance zu sehen und zu gucken, welche Erkenntnisse, welche Einsichten, die man da gewinnt, können wir auch, müssen aufbewahrt und eher umgesetzt werden. Für mich ist zum Beispiel eine davon zu sagen, also jetzt beim Wechselmodell, ne, egal ob es tages- oder wochenweise ist, ist ja schon dass irgendwie aus Infektionsschutzgründen die Klassen kleiner sein sollen. Ich habe so gesagt, na, ich würde ja auch immer aus pädagogischen Gründen sagen und sozialen Gründen sind kleinere Klassen besser, weil man dann mehr Zeit dafür hat. Also, dass wir so eine Sache, kleinere Klassen sind generell gut, auch wenn es mal wieder irgendwie eine neue Pandemie gibt, so das rüber zu retten. Das andere, mein Eindruck ist übrigens, dass über das Thema Bildung ganz oft gesprochen wird in Talkshows und im Bundestag auch. Aber immer dann, wenn ich zum Beispiel fordere, dass es mehr Geld für Sozialleistungen braucht, findest du immer einen Bundespolitiker aus der Regierungsbank, der sagt, nee, es muss viel mehr für die Bildung stattdessen getan werden. Das ist bisher total bequem für die gewesen, weil Bildung Ländersache ist und man dann als Bundespolitiker sagen konnte, naja, also das müssen ja die Länder machen. Ich würde sagen, also ob man das jetzt Bildungsreform nennt, ob man das sagt, einfach Behebung, also mehr Lehrkräfte zu gewinnen, ob das heißt, auch nochmal eine Investitionsoffensive, die Schulen zu machen, Digitalisierungsoffensive und, und. Das erfordert natürlich
gutes Personal, was das umsetzt und. Aber es erfordert eben auch einfach richtig viel Geld. Machen wir uns nichts vor, Digitalisierungsoffensive, mehr Personal erfordert mehr Geld. Dazu, um das also umsetzen zu können, müsste man entweder sagen, wo man stattdessen sparen will. Ich hätte da einen Vorschlag, eher im militärischen Bereich. Wenn man das nicht will, kann man sagen, okay, dann müssen wir andere Einnahmequellen erschließen. Eine Einnahmequelle wäre dann zum Beispiel also eine Millionärssteuer, weil die geht direkt den Ländern zu. Da hätten die mehr Geld, um auch mehr in die Bildung stecken zu können. Noch was ganz akut zur Situation, wo ich Ihnen total recht geben würde. Der Sommer ist verpennt worden. Also sowohl von Landes- wie von Bundesregierung. Und zwar, also es gibt Schulen, wo ich gehört, da ist noch heute so, dass man die Fenster nicht aufmachen kann, weil die in so einem baulichen Mangel sind. Da hätte man wenigstens die Sommerpause nutzen können, um die Schulen entsprechend umzurüsten. Außerdem wäre es ja durchaus denkbar gewesen, wenn es eine bundesweite Verabredung gibt und eine steuernde Wirtschaftspolitik zu sagen, wir wollen, dass die Produktion von diesen mobilen Luftfiltern, die virenlastiger Aerosole aus der Luft rausfiltern, dass die angetrieben wird. Und dass die dann auch in den Schulen jeweils zum Einsatz kommen. Das ist viel Geld, ne? Also das machst du nicht so nebenbei aus der Portokasse. Aber wenn ich sehe, dass es irgendwie 9 Milliarden für die Lufthansa gibt, die halt gerade Absatzprobleme hat, weil niemand mehr fliegt, dann habe ich mir gesagt, mit dem Geld hätte man einiges in der Schule im Sommer und mit mobilen Luftfiltern in die Wege leiten können, um jetzt auch mit einem besseren Gewissen und unter hohem Infektionsschutz wieder einen Start der Schule zu ermöglichen. Und da würde ich sagen, warum ist das so? Es gibt bestimmt verschiedene Faktoren, die zusammenfließen, aber ich würde auch sagen, es liegt auch daran, dass offensichtlich andere Branchen stärkere Lobbys haben und besser in der Lage sind, ihre Interessen gegenüber der Bundesregierung durchzusetzen. Vielen Dank für diese Antwort. Wir haben hier noch eine Frage, eine schriftliche von Anonym. Und zwar, wie ist Ihr Plan für Menschen, die in der Gastronomie oder der Kultur gearbeitet haben? Viele Solo-Selbstständige sind jetzt durch die Krise in Hartz IV gerutscht. Genau. Also zu den vergessenen Gruppen oder den Gruppen, die von der Regierung nicht wahrgenommen werden, gehören eben neben den prekären Minijobbern, den Sozialleistungsbeziehenden, auch die Solo-Selbstständigen, die Freischaffenden, ja, aber auch die Unternehmen, so von kleineren und mittelständischen Unternehmen, weil es gab zwar recht schnell Wirtschaftshilfen, aber die haben fast ausschließlich die Betriebskosten abgedeckt. Es gab ein paar Bundesländer mit Ausnahme, also ich weiß, in Berlin gab es am Anfang sehr schnell und unbürokratische Hilfen auch für Kunst- und Kulturschaffende, was die Lebenshaltungskosten anbelangt. Ein Unternehmer hat mal in Sachsen zu mir gesagt, naja, wenn ich einen Roboter wäre, dann könnte man wenigstens meine Strom- und Lager- und Reparaturkosten abrechnen. Leider Gottes bin ich ein Mensch, sodass ich meine normalen Lebenshaltungskosten halt nicht mit abdecken kann durch die Wirtschaftshilfen. Gibt aber viele, also gerade so im Freischaffenden, Kreativbranche und. Da sind die Betriebskosten im Sinne von Bürokosten gar nicht so hoch, sondern es ist halt eher der Erhalt des eigenen Lebens, der eigenen Arbeitskraft, ist die zentrale Betriebskosten. Und die waren nicht vorgesehen. Das ist ein große Unterlassungssünde der Regierung. Wir haben die immer darauf hingewiesen. In meiner Partei, das will ich ja nochmal offen sagen, ist ja die Debatte Grundeinkommen kontrovers. Ich selber bin eine große Anhängerin davon und habe deswegen auch die verschiedenen Petitionen und Initiativen für ein Krisengrundeinkommen unterstützt. Die ist ja auch, eine davon ist ja auch von einer Unternehmerin mit ins Leben gerufen worden, die Toni Merz. Das wäre zum Beispiel eine Lösung gewesen. Die Antwort der Regierung lautete ganz klar, die Kunstschaffenden, die Freischaffenden, die jetzt ein Auftrittsverbot quasi haben, die sollen halt Hartz IV beantragen. Nun hat es zwar in Hartz IV einen erleichterten Zugang gegeben, also die Vermögensprüfung wurde etwas eingeschränkt und, aber viele der Tücken von Hartz IV, mit denen ich schon seit über 15 Jahren zu tun habe und die ich seit über 15 Jahren bekämpfe, haben auf einmal ganz neue Gruppen kennengelernt. Und eine dieser Tücken von Hartz IV ist halt auch die Anrechnung des Partnerin-Einkommens. Nochmal ganz kurz, was das heißt. Ja, das heißt also, wenn jetzt ein Solo-Selbstständiger, dessen Aufträge komplett einbrechen durch den Lockdown, der also null Einnahmen hat, jetzt im Hartz IV beantragen würde, und der hat das Pech, ist mit einer Frau verheiratet, die, sage ich mal, als Pflegekraft arbeitet oder irgendwo anders arbeitet,
Und wenn der ihr Familie, also Haushaltseinkommen für ein erwachsenes Paar ohne Kinder so bei 1.500 bis 2.000 Euro netto liegt, dann kann es schon sein, dass dann gar keinen Anspruch auf Grundsicherung gibt, je nachdem, wie die Mietkosten ausfallen. Das heißt also, der Freischaffende oder die Freischaffende wird dafür bestraft, wenn die Partnerin noch einer Arbeit nachgeht und dort ein Einkommen hat. Und wir reden jetzt nicht über Millionärseinkommen, sondern es greift halt schon ab 1.500, 2.000 Nettoeinkommen im Monat. Und die müssen dann alle laufenden Kosten durch das eine Einkommen abdecken. Und deswegen habe ich immer gesagt, das muss sofort außer Kraft gesetzt werden, aber da geht diese Regierung nicht ran. Jetzt ist eine Frage, die ja schon fast als Gegenargument oft auch zum solidarischen Lockdown kommt, auch von Seiten von CDU und FDP. Wer soll das bezahlen? Sie haben jetzt gerade vom bedingungslosen Grundeinkommen auch gesprochen. Wie würde das denn den Haushalt belasten und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Maßnahmen, die getroffen wurden? Wie teuer wäre das denn wirklich? Also wer soll das bezahlen? Beim Grundeinkommen gibt es zwei Finanzierungsansätze. Das eine ist ein generelles Grundeinkommen. Das ist wahrlich nicht durch die Portokasse zu bezahlen. Da gibt es Finanzierungsmodelle. Ich mache mal einen kleinen Werbeblock, wer sich damit vertiefen beschäftigen will. Es gibt eine BAG Grundeinkommen in und bei der Linken. Und es gibt die Webseite des parteienunabhängigen Netzwerks Grundeinkommen, www.grundeinkommen.de. Da gibt es auch so einen Button, wo verschiedene Finanzierungsmodelle vorgestellt werden. Ich finde folgendes Finanzierungsansatz besonders gut, nämlich wenn das reichste Drittel der Bevölkerung deutlich zur Kasse gebeten wird durch eine 33-prozentige Grundeinkommensabgabe als zentrale Finanzierungssäule. Dann gibt es noch ein paar andere Finanzierungssäulen. Eine wäre zum Beispiel, dass man teilweise die jetzigen Teile der jetzigen Sozialbürokratie mit zusammenfasst und ins Grundeinkommen mit reinfließen lässt. Beim Krisengrundeinkommen, da ist jetzt sehr unterschiedlich, was es da für die Vorstellung gibt. Man könnte sagen, es gibt erstmal nur eine Art Krisengrundeingeld im Sinne von für alle, die kein Kurzarbeitergeld zur Verfügung bekommen und da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, was die Finanzierung anbelangt. Ich will aber noch mal sagen, meine Vermutung wäre, dass es uns teurer zu stehen kommt, wenn wir nicht auf einen solidarischen Lockdown setzen. Und dass es uns teurer zu stehen kommt, wenn man jetzt nicht eine Lösung findet für die vielen, die gerade nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Weil das heißt ja dann, wenn Leute einmal in absoluter Existenznot sind, womöglich sogar noch in eine Schuldenspirale reingetrieben wurden und, kann am Ende die gesellschaftlichen Kosten viel teurer werden und der wirtschaftliche Aufschwung wird viel schwieriger. Das heißt, wenn man es ein bisschen perspektivisch denkt, kann man ein Krisengrundeinkommen auch als so eine, wie soll ich sagen, so einen Impuls für die Binnenkonjunktur betrachten. Zu dieser Frage, wie soll das bezahlt werden, passt eine Frage von Karl, die wir bekommen haben. Und zwar fragt Karl, warum schlägt die Linke eine Vermögenssteuer zur Finanzierung der Krise vor und nicht eine Erbschaftssteuer? Das Vermögen hat man sich vielleicht erarbeitet, die Erbschaft in keinem Fall. Also es gibt ja den Unterschied zwischen Abgabe und Steuer, ne? Wir als Linke haben immer schon gesagt, wir wollen eine Steuer auf Vermögen oberhalb von 1 Million, die würde aber den Ländern zugutekommen und das ist eher für notwendige Investitionen in Bildung, Bus- und Bahnverkehr und für die Länder gedacht. Was wir jetzt vorschlagen, ist eine Vermögensabgabe. Jetzt kann man natürlich sagen, und dass wir außerdem auch in unserem Steuerkonzept drin haben, was wir schon vor Corona hatten, ist natürlich eine stärkere Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen. Wobei bei uns immer klar ist, es gibt so einen Freibetrag. Also etwas lax gesprochen, Oma ihr kleines Häuschen, war immer klar, dass das vererbt werden kann, was dann auch einen emotionalen Bezug gibt oder womöglich schon sozusagen Gewohnheiten, dass das noch frei ist von der Steuer, aber alles andere danach nicht. Und ein Argument bei uns für eine höhere Erbschaftssteuer war immer in der Tat, das trifft ja, also große Erbschaften bekommen in der Regel Menschen, die schon ihre gesamte Kindheit, ihre Jugend immer von den
guten Beziehungen, von den guten Möglichkeiten, die die Eltern hatten, profitiert hatten, sei es beim Studium und bei der Auswahl von Praktikumsplätzen eher auch das Vitamin B der Eltern genossen haben und. Und deswegen kann man da auch bei der Erbschaftssteuer stärker zugreifen. Also das Argument ist richtig, das verwenden wir auch. Allerdings haben wir das schon davor gefordert für Maßnahmen, die wir halt für wichtig halten, auf Bundesebene zum Beispiel auch, um alle garantiert vor Armut zu schützen und stattdessen eine Kindergrundsicherung für alle zu finanzieren. Das ist für die Erbschaftssteuer. Die einmalige Vermögensabgabe, das ist vielleicht ein Unterschied. Bei Abgaben muss man immer sagen, wenn man die erhebt, zu welchem konkreten Zweck man das macht. Und die Abgabe hätte schon den Effekt, dass es ein deutliches Abschmelzen von besonders großen Vermögen gibt. Und da würde mir jetzt sagen, weil es jetzt eine besondere Krisensituation gibt. Man sagt ja immer, das ist so jetzt die Corona-Zeit, ist vielleicht die größte Herausforderung, die wir hatten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Wiederaufbau. Damals gab es ja auch so eine Vermögensabgabe, um die Aufbaukosten nach dem Weltkrieg und nach dem Faschismus entsprechend finanzieren zu können. Und das ist so ein bisschen die historische Anleihe daran. Ich finde, damit haben wir diesen Themenkomplex. Ach, darf ich noch einen Satz sagen zum Thema, das hat man sich erarbeitet. Ja, das stimmt. Wobei wir auch wissen, aus dem Armuts- und Reichtumsbericht, der von der Bundesregierung rausgegeben wird, da werden die Hochvermögenden gefragt, woher ihr Vermögen kommt. Und zwei Drittel sagen, dass sozusagen ein wichtiger Grundstock oder die Basis ihres Vermögens Schenkungen und Erbschaften sind. Also das ist das eine, dass in der Regel natürlich diejenigen in der Lage sind, die schon so ganz viel mitbekommen haben auf dem Lebensweg. Und das Zweite, was ist, also auch der Multimilliardär hat nur 24 Stunden am Tag Zeit, um mit seinem, was auch immer er Großartiges leistet, will ich ja niemanden absprechen, das zu erarbeiten. Und dann muss man schon in Rechnung stellen, dass wie vielfache einer Krankenschwester im Schichtdienst kann man denn leisten durch besonderen Intellekt, durch besonderen Einsatz, um so ein besonderes hohes Vermögen rechtfertigen zu können. Also insofern würde ich sagen, das Erarbeiten des Vermögens ist bis zum gewissen Grad ist es selbst erarbeitet und so weiter, aber es gibt ja dann irgendwann einen Grad, wo man sagt, das hat natürlich auch was mit Eigentumsverhältnissen zu tun und dass es vielleicht auch eher mit erarbeitet wurde von Beschäftigten des Betriebes oder halt, indem man was Sachen, die man von den Eltern bekommen hat, gut angelegt hat. Vielen Dank für den Einschub. Ich fand, das hat Ihre Position jetzt auch nochmal, was Gerechtigkeit angeht, noch klarer gemacht. Ich würde jetzt springen zu einem anderen Thema und zwar mit einer Frage von Erik. Und Erik bittet Sie darum, noch etwas mehr zu benachteiligten, zu mehrfach benachteiligten Menschen zu sagen und sagt, BIPOCs, LGBTQI und so weiter leiden viel mehr unter der Krise. Das stimmt. In der Tat, muss ja eigentlich auch gar nicht irrsinn, hätte auch, auch Erik nochmal benennen können, wie wir, also in welchen Aspekte er denkt. Ich kann ja nur mal so aus meinen Berichten was sagen. Also zu Mehrfachbenachteiligung gehört natürlich auch Menschen mit Behinderungen, die teilweise mit zu den Hochrisikogruppen gehören. Deswegen müssen sie oder ihre Angehörigen sich besonders vorsichtig verhalten, sind vielleicht seit dem ersten Lockdown quasi in der Selbstquarantäne, um sich nicht unnötig zu gefährden, weil für sie eine Erkrankung womöglich dann sofort lebensbedrohlich werden würde. Hinzu kommt, dass viele natürlich von der Arbeitsweise her eher an Werkstätten arbeiten, also Orte, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Die Werkstätten waren teilweise vorübergehend geschlossen. Damit war natürlich immer sofort die Unsicherheit für die Beschäftigten im Raum, kriegen die denn, also die verdienen ja sowieso nicht viel Geld, die bekommen ja ein kleines Entgelt, was dann noch aufgestockt wird von Sozialleistungen, das greift rein. Und hinzu kommt, das muss man auch sagen, dass natürlich alle, die nicht jetzt in so einer ganz klassischen Familiensituation leben, hier Eltern und Kinder, dass die es deutlich, also entweder Menschen, die alleine leben, Singles,
Leute, die jetzt nicht so einen klassischen Hausstand, wo man eine gemeinsame Adresse nachzuweisen hat, sondern die vielleicht einen anderen, andere Familienvorstellung haben. Ich sage ja immer, Familie ist dort, wo Nähe ist. Die sind natürlich durch Lockdown-Maßnahmen immer besonders betroffen, weil ihre Form von Gemeinschaftlichkeit, von menschlicher Nähe viel schneller durch die Maßnahmen negativ beeinträchtigt ist. Das hat man übrigens auch gesehen bei den Regelungen, die es dann Lockerungen, die es für die Weihnachtszeit gab, die waren ja sehr einem sehr engen Familienverhältnis oder Familienvorstellung, muss ja immer direkte Angehörige sein. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, die engsten Freunde sind vielmehr sozusagen die eigene Familie. Ich will auch mal, um mal was Gutes zu sagen, dass in Berlin, dass zum Beispiel die Linken immer sehr stark darauf gedrungen haben, gesagt haben, Leute, die Stadt Berlin zum Beispiel ist eine Stadt der Singles. Wenn wir hier nur Kontakte zu Leuten aus dem eigenen Haushalt erlauben, heißt es für einige Menschen, dass sie komplett vereinsamen. Das wiederum hat auch Gefahren für die Psyche. Deswegen immer auch mitdenken, was das für Singles bedeutet. Das war auch jetzt, ich weiß, das Klaus Lederer, was sich dafür sehr stark gemacht hat. Und deswegen auch entsprechende die Maßnahmen dann die Lebensrealität mit in den Blick genommen haben. Ja, viele Menschen kommen auch nach wie vor in Schulen zusammen, wenn der Unterricht denn stattfindet. Da gibt es zwei Fragen, die so ungefähr das gleiche behandeln von Rafia und Polly, die beide fragen, ob es nicht besser wäre, die Corona-Impfung an Kinder bzw. an Jugendliche auch zu verteilen und die mehr zu priorisieren, weil, wie Sie ja schon gesagt haben, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche das Virus auch verbreiten. Ich gestehe, ich bin keine Virologin, auch wenn ich in letzter Zeit auch immer viel mit Einzelnen mich ausgetauscht habe und da Sachen gelesen habe und versucht ja dann, aber so durchs Lesen wird man nicht so schnell nur zu einer Hobby-Virologin. Deswegen habe ich immer gesagt, mich ist das schon wichtig, was da die verschiedenen Sachverständigen vorschlagen. Und ich fand jetzt, dass zumindest mit dem Robert-Koch-Institut, mit ständigen Impfkommissionen, schon auch mit Leuten im Boot saßen, die da in dieser Frage mehr Expertise haben als ich. Ich hätte mir eher gewünscht, dass nochmal stärker Sozialverbände und Gewerkschaften mit reinkommen, um auch so die Lebenswirklichkeit mit zu berücksichtigen. Also ich weiß, einer der Sozialverbände hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass bisher nur Personal in den Pflegeeinrichtungen mitgeimpft wird, währenddessen die pflegenden Angehörigen zu Hause, die ja auch unter einem enormen Druck stehen, nicht drin stehen, dass das da besser wirkt. Ich fand das jetzt plausibel, weil ich, wahrscheinlich rede ich mich jetzt aus virologischer Sicht um Kopf und Kragen, glaube, dass die Wirkung der Impfung nicht sofort heißt, dass es nicht übertragen werden kann, sondern eher, dass der Körper erstmal dagegen gestärkt wird, um nicht so gefährdet zu sein. Und das war, glaube ich, der Grund, aber da müsste man auch nochmal in die genauen Empfehlungen der Impfkommission schauen. Einfach nur, weil das so von der gesammelten Expertise kann man, da habe ich jetzt außerdem sozialen Dimensionen, die mit reinzunehmen, das jetzt nicht in Frage gestellt. Ja, ich glaube, vielleicht auch die Frage, wo die Frage ist ja berechtigt, die muss man da, glaube ich, auch nochmal reingeben. Ja, ich fand es auch total interessant, gerade die These. Es war für mich auch ein neuer Ansatz, aber auf jeden Fall, der auch in der Öffentlichkeit wenig eine Rolle gespielt hat. Ich würde jetzt noch eine Sprecherlaubnis erteilen, und zwar Anastasia. Also meinerseits auch einmal guten Abend. Ich bin jetzt tatsächlich Abiturientin und dahingehend betreffen mich halt die Schulschließungen auch stark, da ich ja also dieses Jahr auch mein Abitur eigentlich mache. Da hast du dir ein richtiges Jahr dafür ausgesucht. Fürs Abitur. Ja, allerdings. eben weil das dieses Jahr deutlich komplizierter ist als auch letztes Jahr. Denn letztes Jahr war eben das Problem, dass der Lockdown auch erst dann angefangen hat, als alle Lerninhalte ja praktisch schon übermittelt wurden an die Abiturienten und dahingehend eigentlich nur die Frage, also nicht quasi nur, ich will das jetzt nicht quasi kleinreden, aber eigentlich nur die Frage offen stand, ob man überhaupt Prüfungen schreibt oder nicht. Aber die Lerninhalte an sich wurden ja übermittelt und das Problem ist, was ich an den Jahrgang dieses Jahr merke, ist halt eben, dass wir oft Probleme damit haben. Wir wissen nicht, wie wir in bestimmten Fächern zum Beispiel die Semester wählen müssen, die Semesterthemen. Und
da im zweiten Semester gar keine Themen richtig behandelt werden konnten. Im dritten Semester wurde alles so schnell und so viel wie möglich gemacht und die Lehrer haben halt auch alle sehr viel Input gegeben in der Q3, also jetzt im dritten Semester, was kurz vor Schluss des letzten Jahres quasi war. Und dahingehend versucht auch so viele Lerninhalte wie möglich zu vermitteln. Und jetzt in der Q4, also im vierten Semester, ist es wiederum schwierig, über Homeschooling quasi alle Lerninhalte zu vermitteln. Und meine Frage ist dahingehend, was Sie glauben, inwiefern man versuchen wird, jetzt auf die Abiturprüfungen bezogen, den Abiturienten irgendwie entgegenzukommen. Also beispielsweise mit dem zentralen Abitur, wo man sich zum Beispiel nur zwischen zwei Aufgaben oder zwei Semestern entscheiden kann, dass man halt alle Aufgaben irgendwie freistellt, dass man sich frei entscheiden kann. Oder beim dezentralen Abitur, wie es bei mir in meinem Leistungskurs der Fall ist, hat mein Tutor zum Beispiel vorgeschlagen, warum könnte man das nicht so machen, dass zum Beispiel zwei Klausuren, beziehungsweise zwei Prüfungen müssen ja vorgelegt werden in den Leistungskursklausuren, in den Leistungskursprüfungen, die dezentral sind. Also in meinem Fall jetzt zum Beispiel Politikwissenschaft. Und der Lehrer muss dann eben die zwei Sachen vorlegen und der Senat entscheidet sich dann halt eben für eine der beiden Prüfungen, die wir dann schreiben müssen. Und der Lehrer selbst erfährt es auch erst am Prüfungstag, für welche Prüfung sich der Senat entschieden hat und welche wir schreiben. Denken Sie, es wäre möglich, dass man dahingehend den Schülern dann eben die Möglichkeit gibt, sich selber zu entscheiden den Lehrern zwischen beiden Prüfungen quasi zu entscheiden, damit der Lehrer das zum Beispiel besser einschätzen kann oder damit die Schüler, wie schon gesagt, damit man den Schülern irgendwie entgegenkommt. Ich finde persönlich, muss man irgendwie den Schülern entgegenkommen, zumal es schwierig ist, sich auch überhaupt im Unterricht zu beteiligen. Mit den Noten momentan ist es schwierig auch, auf den Zeugnissen, die Semesternoten, dass man zumindest in den Prüfungen, die dann ja auch vierfach zählen auf dem Abiturzeugnis, dass man dahingehend irgendwie den Schülern entgegenkommt. Danke, Anastasia, das ist ein echt interessanter Ansatz, weil ich habe jetzt, wenn ich in den Debatten, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht zuallererst für Bildungspolitik zuständig, ne, weil ich im Bund bin, aber immer wenn wir darüber gesprochen haben, und das machen wir sehr viel, habe ich immer eher nur zwei andere Ansätze gehört, die mir beide Bauchschmerzen bereitet haben. Das eine war halt, da muss man halt die Prüfung dieses Jahr aussetzen und das komplett verschieben. Also, oder der andere Ansatz war, das andere war halt, naja, gerade für die Schüler aus Abschlussklassen muss es jetzt halt eine eher Schulöffnung geben. Oder wenn kommt, also wir sind Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, beginnt das jetzt schon eher für die und so. Und jetzt nochmal zu schauen, dass man vielleicht auch beim Design der Prüfung und bei den Lerninhalten dann entgegenkommen macht, finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Muss ich auch nochmal nachdenken und wir das mal mit unseren Bildungsleuten diskutieren. Vielleicht brauchst du ja auch so eine Mischung, weil man muss ja irgendwie in Rechnung stellen, dass dieses Jahr kein Standardjahr ist. Finde ich das gar nicht so schlecht. Ich meine, das Gegenargument könnte vielleicht sein, dass man dann sagt, naja, dann gelten halt gute Noten in diesem Jahr als nicht so stark. Auf der anderen Seite, man hat ja dann andere soziale Kompetenzen in dieser Zeit auch alle. Also ich finde, danke, gute Anregung. Ich diskutiere das mal weiter mit unseren Bildungsleuten. Zum Schluss noch eine Frage zu einem Thema, das viele Menschen, glaube ich, auch in Berlin gerade viel beschäftigt hat und auch oft wütend gemacht hat oder auch in meinem Bekanntenkreis viel Wut ausgelöst hat oft. Wie schätzen Sie den Umgang der Politik mit Querdenken und Impfgegnern in Bezug auf die Krise auch im solidarischen Sinne ein, fragt anonym? Querdenken hat ja den Bundestag belagert an dem einen Tag und ich habe dann für mich entschieden, also war so ein bisschen Diskussion unter uns Abgeordneten, fährt man an dem Tag schon ganz früh ins Büro, bevor die ersten Demonstranten da sind oder irgendwelche Schleichwege. Und dann habe ich so gedacht, nee, ich gehe da erhobenen Hauptes zu Fuß durch, natürlich mit Maske geschützt. Und wenn mir jemand von denen den Weg in den Bundestag verweigern will
Dann habe ich das Grundgesetz unterm Arm und lese Ihnen mal vor, dass es da auch einen Artikel gibt, der Abgeordnete hat. Also weil die haben sich ja immer, die haben ja immer so getan, als ob das Grundgesetz in Gefahr ist. Und ich hätte mir zum Grundgesetz gehört schon auch, dass wir eine Demokratie leben, wo ich als Abgeordnete sozusagen auf meinen Arbeitsplatz darf, um da abzustimmen und ich nur meinem Gewissen verpflichtet bin. Das hat mich dann niemand aufgehalten, aber mir war das so wichtig. Und danach habe ich halt Folgendes in die Kamera gesprochen, weil ich gesagt habe, also diese, weil mich hat das echt, das Erschreckende ist, dass dort die Querdenker oder alle, ja, also schon eigentlich die Querdenker und die Corona-Verharmloser ganz stark nochmal so sich teilweise als im Namen der Weißen Rose, also den antifaschistischen Widerstand so für sich genommen haben. Und ich muss mal sagen, das ist so eine Verharmlosung von Faschismus. Also es gibt tausend gute Gründe, die Corona-Politik der Bundesregierung zu kritisieren. Das muss auch möglich sein in der Demokratie. Ich mache das auch an vielen Punkten und man kann die auch an allen anderen Punkten kritisieren. Aber du kannst nicht jede Politik, die du einfach daneben und falsch findest oder die du ärgerlich findest, wenn du die sofort als Faschismus bezeichnest, hast du ja eine Situation, das ist ja eine absolute Verniedlichung von Holocaust, dem millionenfachen Mord von Menschen, der systematischen Vernichtung von ganzen Bevölkerungsgruppen. Das geht überhaupt nicht. Und es ist übrigens eine Verhöhnung, finde ich, auch der Geschwister Scholl, wenn man sich selbst als weiße Rose da aufspielt. Das fand ich zum Ersten ärgerlich und das scheint mir ganz klar in eine rechte Agenda zu passen, die seit mehreren Jahren zu beobachten ist, nämlich dass man das Gedenken an wirklich sozusagen den Hitlerfaschismus, an den Holocaust, der soll relativiert werden, der soll so weggeredet werden, damit es irgendwie wieder salonfähiger wird, sich auch hierzulande irgendwie als Faschist zu begeben. Ich würde sagen, da steckt eine echt zutiefst rechte Agenda dahinten, kann man auch, wenn man die Publikationen von den neurechten Denkzirkeln sich anschaut, das beobachten, dass die das wollen und da passt ihnen das natürlich rein. Da werden teilweise auch Leute gecatcht, die in ihrem Leben nichts mit Recht zu tun hatten. Ich würde auch sagen, ein Eindruck von mir war übrigens, als ich da durchgegangen bin und so, das sind nicht nur organisierte rechtsradikale Truppenteile dabei, das sind auch Leute, die einfach unter dem Lockdown leiden. Ja, mein Gott, das ist ja auch menschlich zutiefst verständlich, aber man muss immer sich genau prüfen, im Zweifelsfall mit Faschisten sollte man nicht zusammen marschieren und demonstrieren. Das finde ich, das ist für mich so ein absolutes No-Go. Querdenken lebt auch ganz stark, übrigens wie generell der Rechtspopulismus, dass die so ein Nimbus des Wir sind widerständig, wir getrauen uns das, alle anderen sind gleichgeschaltet. Das ist ja so, also ich habe ja da auch in Dresden mit Leuten, die mit mir reden wollten, mich nicht im Gespräch verweigert, habe das dann auch offensiv gesucht und das war immer so der Erzählung, alle anderen sind gleichgeschalten, wir sind aber widerständig. Und dann habe ich gesagt, aber Leute, wenn alle das machen, wozu ihr aufruft, die standen ja vor Einkaufszentren mit so einem Banner, wo drauf stand Maske runter, wenn das jetzt alle Leute machen und eurem Ruf folgen, dann heißt das, die infizierten Zahlen steigen. Das trifft aber nicht die Mächtigen, nicht die Multimillionäre, nicht diese Bundesregierung, wo ihr denkt, dass ihr so widerständig seid. Das trifft zuallererst die Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern, die da hart arbeiten müssen. Also das ist nicht widerständig, was ihr macht, sondern das ist nur soziales Treten und Rücksichtslosigkeit. Und ich glaube, das muss man ihnen auch wirklich, das darf man ihnen nicht überlassen, den Nimbus der Widerständigkeit, weil sie sind einfach nur zutiefst sozialchauvinistisch. Ja, jetzt vielleicht ganz zum Abschluss nochmal ein ganz kurzes Statement zur Zukunft. Also was lässt Sie hoffen für 2021, das Superwahljahr, den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie? Es ist die erste Veranstaltung der Schwarzkopf-Stiftung gerade in diesem Jahr. Was lässt Sie hoffen? Antonio Gramsci, ein italienischer kommunistischer Denker, einer der klügsten Menschen, würde ich sagen, der ganz, ganz viel analysiert hat unter ganz schwierigen Bedingungen, der spricht ja immer so, wie hat er gesagt, vom Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Herzens. Und ich finde, das ist eine ganz gute Mischung, dass man natürlich irgendwie einerseits sehr nüchtern in der Analyse ist, auch um alle Risiken weiß. Also zum Beispiel, wenn immer man heutzutage Prognosen macht, was dieses Jahr passiert, sollte man in seine Rechnung die Option, dass das mutierte Virus auch hierzulande so richtig loslegt und die Zahlen nochmal nach oben gehen, das ist eine Option, die man mal mitdenken muss. Ja, gehört zu einem Pessimismus des Verstandes dazu. Und zugleich finde ich halt dagegen dann der Optimismus des Herzens dazu zu nehmen. Was lässt mich hoffen? Zum einen würde ich sagen,
bei allem, was Querdenken gemacht hat. Sie sprechen maximal, würde ich sagen, für 10-15% der Bevölkerung. Bei den anderen war ganz, ganz viel an Solidarität und Rücksicht zu erleben. Ganz schöne Beispiele, wie Leute auch füreinander da waren und sich umeinander gekümmert haben. Also diese konkrete, praktizierte Solidarität ist ein Quell von Hoffnung. Das Zweite, mit Blick auf all die Klimakrise, mit der wir zu tun haben, war mir immer klar, dass wir sehr grundlegende Veränderungen brauchen. Und ich hatte das Gefühl, es gab so eine absolute Fantasielosigkeit und Nichtvorstellbarkeit und Blockade bei politisch Verantwortlichen. Man kann eigentlich nichts anders machen. Das Beste, was du machen kannst, ist irgendwie dort 10 Euro mehr und da einen Prozentsatz mehr steuern. Das war schon das höchste Maß der Veränderung. Auf einmal hat uns Corona im negativen Sinne gezeigt, wie schnell Veränderung gehen kann, wenn da so ein Druck da ist. Und ich würde sagen, wenn wir mal nicht die Richtung der Veränderung, aber die Vorstellung, dass um Schlimmes abzuwenden, nämlich zum Beispiel eine Klimakrise, wir auch sehr grundlegend Sachen verändern sollten, dass da was passieren kann. Und am Ende, wie es ausgeht, ist noch nicht geschrieben. Es ist ja nicht so, dass wir hier alle sozusagen schon einem festen Plan folgen, sondern wie das ausgehen wird, entscheidet auch jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns in der Frage, wie sehr und wie man sich einbringt. Vielen Dank für diesen hoffnungsvollen Ausblick. Ja, ich schalte mich hier an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz ein nach diesem wunderschönen Schlusswort von Ihnen, Frau Kipping. Erstmal dir, Nicola, ganz, ganz herzlichen Dank für die Moderation. Und Ihnen, Frau Kipping, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und 75 Minuten mit uns diskutiert haben. Ich glaube, da waren viele tolle Anregungen und Gedanken dabei, die den einen oder die andere jetzt auch vielleicht in den Abend noch ein bisschen begleiten werden. Und ich nehme auch so ein bisschen hoffnungsbezeichnend mit, wie Sie gerade gesagt haben, so es liegt ja immer noch an uns, es liegt viel in unserer Hand auch mit. Deswegen gehen wir da jetzt hoffentlich auch alle mit so einem etwas gestalterischen Anspruch in den Feierabend. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle im Namen der Schwarzkopf-Stiftung und schönen Abend Ihnen. Ja, und vielen Dank für die tollen Anregungen und so. Ich nehme da auch was mit. Ja, super. Tschüss. Tschüss.